Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Röntchen Among Us. Wir sind auch in einer neuen Crew, beziehungsweise in einer neuen Session unterwegs. Heute natürlich wieder mit Bonjwa und Co. Bedeutet auch Unge und Vless zum Beispiel. Aber heute auch mit Caruso und Trimax. Natürlich sind auch noch ein paar andere Leute mit dabei. Ihr seht es ja eh gleich. Wir haben ein paar schicke Runden für euch. Heute Crewmate Only mit ein paar guten Detective-Ansätzen. Natürlich auch trotzdem ein bisschen lückenhaft, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ziemlich stark. Morgen gibt es dann ein bisschen Crewmate und Imposter-Action, deswegen gerne Like und Abo da lassen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Folgen und ja, los geht's. Yo. Viel Spaß, good luck, have fun. Viel Spaß. Schönen Spaß. Guten Abend, Chat. Wir spielen ja, okay. Heute klar. Among Us und das wird fett. Das war mein Anfangsreim, weil ich jetzt gleich tot bin und als Geist kann ich besser mit euch reden. Deswegen wollte ich wenigstens noch ein bisschen was droppen, während ihr mich hört. So, Jan und Trimax, der gute Max und der Jan sind neu. Deswegen gucken wir uns die beiden mal an, was das für eiskalte Hunde sind. Ja, finden wir das heute mal raus. So, Trimax, wen zuerst? Will Trimax ärgern? Trimax sticht bestimmt direkt rein. Scheiße, gucken wir erstmal, was Trimax hier macht. Okay, Caruso hängt sich auch schon mit in die Gang. Oh scheiße, ich glaube, ich werde hops genommen. Unge, okay. Wenn gleich Licht ausgeht, werde ich mitten in der Masse weggestochen, Unge reported und keiner wird auf Unge kommen, wie immer. So, wir gehen rein. Wer ist hier alles? Wir sind ein paar. Eins blau, grün, blau, braun, okay. Blau, grün, blau, braun. Double green, double green. Blau, grün, blau, blau. Braun, grün, blau. War der Blaue auch da? Double, ey, ist das sowas von Unge? Er sticht da wieder rein. So, okay, wir stacken. Ach du Scheiße, ist ein bisschen zu viel vom Stack. Aber alle wollen was vom Kuchen abhaben. Matteo ist sowieso immer so einer. Nein, nein, nein. Nein. Also mit jedem würde ich es riskieren, hier solo zu bleiben, aber nicht mit Inge. Ja. Jan und Caruso. Die machen Faxen. Simon says, Jan hat noch nicht so viel Spielerfahrung, Chat. Ich glaube nicht, dass der hier wild reinfaked. Caruso können wir gleich fragen, ob er irgendwann am Uploaden ist. Hat Jan auf mich gewartet? Oder macht Jan gerade Sabotage-Map auf? Was wird das? Oh oh, ich... Habe ich wieder einfach Pech? Habe ich wieder... Werde ich wieder... Interrigs abgemurkst. Also ein paar Sachen habe ich mir schon gemerkt, wer wo zuletzt war, weil es ist so früh noch in der Runde. Das bringt mir leid. Oh, 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 jetzt wird's risky. Was macht Jan? Falls wir abgemurkst werden, reporte ich. Falls ich abgemurkst werde, oh, da ist Trimax auf einmal wieder. Jan will hier einfach Tasks machen, wie es aussieht. Jan geht rüber. Ja, ja, Jan ist safe, Jan ist safe. Aber Trimax, wenn im Spezi man einer... Scheiße, ich glaube, im Specimen liegt einer. Das Basso, Trimax. Matteo läuft, also Unge läuft die ganze Zeit mit Matteo rum, okay. Unge läuft die ganze Zeit mit Matteo rum. Trimax ist potenziell Caruso entgegengekommen. Hier ist keiner. Caruso ist unten. Ja. Okay, was ist das für eine Runde, Leute? Was passiert hier überhaupt? Alter. Warum? Also ich finde es ganz gut, dass wir so anfangen für die Leute, die jetzt schon lange nicht mehr gespielt haben. Oh ja. Spielt mal immer so, ich bin total verwirrt hier. Ah. Jan, wie oft hast du denn schon Among Us gespielt? Das war das zweite Mal. Das, auch das zweite Mal, dass Daluka so tut, als sei er mein Freund und mich die ganze Zeit verpasst. Das hast du dir gemerkt, Mist, ich muss die Taktik natürlich ändern. Ja, Mäntel, warum findest du die Runde so komisch? Erstmal habe ich einen hellgrünen Schatten die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht warum. Aber lass erstmal Infos sammeln, Bless. Ich sag dir, warum ich dein Schatten bin, Mäntel. Weil ich dich ausschließe als Imposter. Wie? Warum? Oh, bist du ja sicher? Jo, ich bin mir relativ sicher. Also, bist du dir ganz, ganz sicher? Nee, nicht zu 100%, weil es ja nur ein Kill gefallen ist, aber... Ein Crewmate kann nicht wenden, soweit ich weiß. Und ich war in der Kamera und ich bin durchgesappt. Und eine grüne Gurke kam aus dem Office-Vent unten links raus. Wirklich? Ja.
Oh, ich war die Tür unten links und die Tür unten links war zu, sprich. Also ich habe ihn nicht wenden sehen, aber er stand auf einmal links unten im Office drin, unten links war die Tür zu. Interessant, weil ich war sehr viel bei Mäntel, aber nicht die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit. Aber Simon, meinst du, ich bin einfach so mittendrin einmal gewendet, ohne einen umzubringen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also entweder hast du missklickt, entweder hast du missklickt oder... Ich habe noch nie in meinem Leben missklickt. Also das ist mir noch nie passiert. Okay. Ich habe dich halt leider nicht wenden sehen, aber die Tür war zu. Sprich, du könntest eigentlich nirgends hergekommen sein, außer aus dem Vent da. Wir haben Kutscher gerade gefunden, ich und Caruso zusammen. Das Licht ist ausgegangen. Dann war ich gerade tatsächlich vom Licht, aber ich bin runter zur Lifeline. Dann war Kutscher schon tot. Und dann bin ich an ein Admin-Panel, hab gesehen, dass eine Leiche im Dropship liegt. Kutscher liegt im Dropship. Im Dropship, okay. Ja, wurde quasi im Dropship getötet. Wahrscheinlich wäre ein Lightsort irgendwann. Oh, haben wir die Map nochmal irgendwo? Aber war schon tot, als ich an die Lifeline gekommen bin. Also ich weiß nicht, wann er genau gestorben ist. War irgendeiner am Anfang der Runde, als wir zu 6 oder zu 7 an Lifeline standen, relativ zum Anfang der Runde, war Kutscher da schon tot? Nein. Weiß ich nicht. Nee, da war noch keiner. Nee, ich hab ihn noch ein Ding gesehen in der Cam, der ist in Electrical reingelaufen. Max, wegen der Map, du kannst vielleicht mal hochscrollen in dem Channel, da könnte ich noch drin sein im Discord-Channel. Also. Ich hab sie. Sehr gut, danke. Ja. Tatsächlich, bevor Lights outgegangen ist, stand Kutscher tatsächlich an Lights dran. Aber da waren Lights nicht aus. Ich habe ein Wort bekommen von dir, Blaster. Ich glaube, es gibt nur einen Spieler, der Dropship Kill macht. Das, was Caruso sagt, fällt mir gerade auch gedanklich ein. Wenn Vles gesehen hat, dass Kutscher schon mal draußen vom Dropship war, muss er irgendwie wieder ins Dropship reingelurrt worden sein. Und... Oh nein, ich bin mit den Falschen unterwegs, glaube ich. Der Dunkelgrüne ist der Schatten des Hellgrüns und ich bin der Schatten von Dunkelgrün. Ist halt so eine Verkettung ärgerlicher Vorkommnisse. So... Jo. Stich Matteo ab. Oder stich Uga ab. Irgendeiner von euch wird stechen. Und der andere wird nichts sagen, weil ihr Schweine seid. Okay, aber meine Theorie. Ja. Das ist aber jetzt ungünstig gelaufen. Asi, wer macht das? Da, du wolltest gerade zum Scanner? Ja. Sorry, dann bin ich zu spät, habe ich zu spät reagiert. Okay. Ja, das sind Andi und Matteo tatsächlich. Lass erstmal Andi kurz elaborieren. Ich lasse Andi nicht als erstes reden, weil immer wenn ich jemanden als erstes reden habe lassen, bin ich dann da rausgeflogen. Also okay, Matteo hat safe in Office gewendet, ich bin gerade in Admin reingelaufen, dann ging das Licht wieder an, dann kam Andi gerade unten unter dem Bücherregal raus, unter Admin-Panel quasi. So ein Unfug. Und hat gesehen, dass ich da bin, dann ist er wieder rein und hat reportet. Also er hat Jan wahrscheinlich hinterm Bücherregal weggemacht und hat jetzt reportet, weil er gesehen hat, dass ich gerade in Admin reingelaufen bin. Okay, interessante Geschichte. Andi, ja, was ist deine Geschichte? Also ich war in Lifelines, da lebten noch alle. Dann dachte ich jetzt, das Licht ausgeht, ich renne da jetzt nicht hin, ich gucke jetzt am Admin-Tisch. Dann laufe ich nach unten, dann leuchtet der Button schon auf, dann kommt Flask noch um die Ecke und wendet halt weg. Das ist die Lage und die Fakten. Deswegen glaube ich auch, dass das eben schon so ein Move war, Mäntel das in die Schuhe zu schieben. Deswegen glaube ich auch, dass das. Ich frage mich immer noch, wie Kutscher im Dropship gestorben sein kann. Kutscher hat das Dropship auf jeden Fall verlassen. Nicht im die Info, das war auch die Info war nämlich, kam war, vom Flask. Das ist auch das Ding. Ich glaube, es gibt in dieser Lobby wirklich nur einen Spieler, der late nochmal in Dropship geht. Und. Da irrst du dich, glaube ich. Also, aber Kutscher war nicht. Also der erste Kill, der stinkt einfach nach Vlesk. So aber du bist doch mit Vlesk nach oben gelaufen. Selbst ja, ich nicht. Ja, aber also ich warte mal. Für mich ist es klar, dass es Vlesk ist. Die einzige Info, die vorhin kam, dass das angeblich im Dropship war, ist von Vlesk. Der kann auch irgendwo gestorben sein. Nee, Caruso weiß es auch. Was ich verstanden habe, war, aber Caruso ist dann der Zweite. Im Dropship nach oben gelaufen sind. Maybe. Die Frage. Der Zweite stand davor noch in Electrical und da war ich in der Kamera. Also ich habe den nicht in Dropship getötet, weil ich danach sofort in Admin-Panel gelaufen bin. Also ich weiß nicht, wieso in Dropship rein ist. Ja. Warum bist du gewendet, Mendel? Warum? Mendel ist nicht gewendet. Ich bin nicht gewendet. Also, das Ding ist, wisst ihr, in der ersten Runde meinte Vles, ich bin gewendet. Und wisst ihr, was dann komisch war? Ich habe nur ein Wort bekommen. Normalerweise würden die Impostoren doch mit draufgehen. Ja, die Alternative ist, du bist ein Imposter und. Ach du Scheiße. Oh, wow. Ich bin aber Vles gewonnen. Ja. Haben die Imposter drauf gewotet? Gewotet hätte ich jetzt nicht. Gewotet haben wir ihn auch nicht. Ich habe ihn auch nicht gewotet. Also, das muss ich mal. What the fuck? Boah, da ist das Trust-Level für die Leute ist aber super niedrig.
Pass auf, Freunde. Ja, es war ein 50-50 zwischen Vlesk und Andi, weil Andi hat gesagt, er hat gesehen, wie Vlesk getötet hat. Ja. Und Vlesk hat gesehen, hat gesehen, wie Andi getötet hat. Aber Vlesk hat auch gesagt, er hat Mäntel wenden sehen. Und ich find's immer kacke. Nee, hat er nicht gesagt. So, er hat gesagt, er hat gesehen, dass Mäntel an einem Ort ist, in dem er nur mit einem Wend hinkam. Er hat ja nicht Wenden gesehen. Und die Tür war zu. Kann ich mir das auch nochmal erklären, welche Kamera zeigt denn die Möglichkeit, ein Wendloch zu sehen? Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es immer blöd, so erst den einen rauswerfen und dann auch den anderen rauswerfen. Also Andi rauswerfen fände ich jetzt ziemlich gemein. Ja, will ich aber. Weil wir Andi und aber wenn Vlesk sagt, dann werfen wir Karus raus. Pass auf, wenn Vlesk tatsächlich ein Crewmate war, dann hat er sich ja wahrscheinlich nicht geirrt mit der Info, dass Mäntel gewendet ist. Bedeutet, wenn wir jetzt nein, er hat gesagt, er hat eindeutig gesagt, dass er Matteo nicht hat wenden sehen. Weil welche Kamera soll das denn überhaupt zeigen? Welchen Wend meint er? Ich kann euch beschreiben, was er meinte. Und zwar, bei Office gibt es ja den linken Ausgang, wo unten das Wasserrad ist. Ja. Und da ist ja unten dieser Wend, wo man schon... Ja, genau. Und die Tür war zu von Office. Und er hat mich angeblich von unten hochlaufen sehen. Und die einzige Möglichkeit, die er da sieht, ist... Ja, aber er hat auch gesagt, er hat durchgesäppt. Das heißt, du kannst, während er auf einer anderen Kamera war, unten hingelaufen sein. Und als er zurückgesäppt ist, wieder hochgekommen sein. Ja, die Aussage war sowieso Quatsch, weil Simon fast die ganze Runde bei mir war. Ich hatte überhaupt keine Zeit. Warum hast du dann so dreckig gelacht, wenn es Quatsch war? Ja, das ist Spaß. Aber ich muss eine Sache dazu sagen. Ja, schön war. Aber ganz kurz, warum haben denn jetzt... Warum wenn Unge, Mäntel und Trimax, warum habt ihr denn jetzt alle Vlesk gewählt? Ja, weil er Andi, erstmal hat er in der ersten Runde mich beschuldigt zu wenden und dann direkt Andi und es war alles so strange. Aber es waren 4 Votes auf Vlesk, ne? Ich hab ihn gewotet. Ich auch. Ich hab ihn auch gewotet. Warum, Max? Er hat 2 Leute beschuldigt. Ja, er sieht sie wenden. Ganz kurz, wichtige Sache. Ich glaube, Caruso könnte der zweite sein, weil in der ersten Runde... Nee, ich halte ihn mal nein, der zweite ist Baso dann. Ja. Baso wenn Unge, Mäntel und Trimax und Andi Vlesk rausgehauen haben und Caruso trotzdem den Sass auf Vlesk geschossen hat... Baso ist die zweite. Aber Caruso, auf wen hast du gewotet? Er hat geskippt. Ich hatte geskippt, meiner Meinung nach. Ja, ich hätte. Das war mir auch ein bisschen early für so ein. Also, wenn es Andi und Mäntel nicht sind, ist es Bar so. Ansonsten ist Andi und Mäntel zusammen. Glaub nicht. Caruso hat den Sass auf Vlesk überhaupt gesagt. Der erste Kill stinkt nach Vlesk. Caruso hat sich aber auch darüber gewundert, dass überhaupt gewotet wurde. Da alle anderen 4 Leute bestätigt haben, dass sie gewotet haben, hat Caruso, obwohl er den Sass auf Les gelenkt hat, geskippt. Ich weiß ja, was ich Crewmate bin. Es muss ja in dem Fall dann Baso überbleiben, was nur funktioniert, wenn Vlesk wirklich Imposter war. Deswegen warten wir noch ab. Dann müssen es ja 2 ganz andere sein. Caruso und ich wäre noch eine Möglichkeit für die anderen. Aber warum sagt das keiner? Unge und Matteo können es nicht sein, weil die eine Runde war ich bei denen dabei. Die haben auch ein bisschen gegen sich geschossen. Das heißt, die beiden im Zweierteam können es nicht sein. Andi könnte es in Kombination natürlich noch sein mit Matteo. Also Andi und Matteo oder Caruso und ich. Caruso und ich fällt weg. Das heißt, Andi und Matteo oder Baso. Bumm. Wir haben alles. Das ist die Info, die wir heute brauchen. Gucken wir einfach, wer stirbt. Niemand. Matteo müsste jetzt... Jawohl, wenn er seinen Kollegen killen lässt, damit es so aussieht, als wenn wir nur einen Imposter haben... Könnte das natürlich noch sein. Die beiden zusammen können es nicht sein. Weil ich war eine Runde mit denen unterwegs. Und da ist ein Kill gefallen. Und da wurde auch gesagt, entweder Vlesk oder Andi. Das heißt, beide zusammen ist nicht möglich. Okay. Also ist 2 da. Mal schauen. Okay. Vor allem erzähl mir genau, was passiert ist. Du als ich Erstes. Erzähl's dir. Ich habe 3-mal völlig random Baso rumlaufen sehen. Caruso war bei mir. Sie war zuerst unten, dann oben, dann sehe ich sie auf Camps von links nach rechts und dann kam sie mir sogar aus der Richtung der Leiche entgegen. Na. Ich glaube, ich habe hier richtig gute Detektivarbeit geleistet. Denke ich auch. Sass bewegt, Sass aus der Richtung gekommen. Nicht wie ein Detektiv. Ja, okay. Ich weiß, das ist ein Problem.
Möchtest du auch etwas dazu erzählen? Das ist ja versteckter. Der ist an der Kappe. Ja, möchtest du auch irgendwas dazu erzählen oder sonst erzählt jetzt Basu mal ihre Sicht? Ja. Basu, du bist aus Richtung der Leiche gekommen und Travis hat das gesehen. Sag er. Ich weiß nicht mal, wo die Leiche liegt. Okay, aus welcher Richtung kommst du denn gerade, Basu? Aus Lab? Aus Lab? Nein, gelogen, gelogen. Aber Basu war gerade in Lab und ist nach links zum Reaktor gelaufen. Ja. Ja, und zufälligerweise sagen genau Andi und Mantle, die beiden, die als Imposter beschuldigt wurden, sagen beide einstimmig nein. Mann, Simon, Alter, was ist denn? Ey, also, wir müssen nochmal ganz kurz. Ich weiß immer noch nicht, wo die Leiche liegt. Wo liegt die Leiche, Max? Ich war auch. Direkt über Storage. Ich hätte eine andere investigative Frage an Basu. Über Storage, dann kann es aber tatsächlich Basu sein, weil die kam ja gerade von da. Das Ding ist ja auch, dass rein von der Theorie hat Dalu recht. Wenn das zwischen Andi und Bleske 50-50 ist, bei dem wir recht hatten, dann kann es ja, dann kann der andere ja nur noch Basu sein. Ja. Weil Mantle und Unge sich gegenseitig ausschließen können. Ich kann Trimax ausschließen. Aber Andi ist der 50-50, der dann gut ist. Ich kann Mantle nicht die ganze Zeit ausschließen. Ich kann es natürlich auch noch sein, aber der andere Imposter ist dann wahrscheinlich Basu. Ich kann Mantle nicht die ganze Zeit ausschließen, aber Mantle hat wirklich gar keinen Grund gehabt zu wenden. Es ist super wichtig jetzt. Wir sind sechs Leute. Falls wir bei Blesk falsch lagen, müssen wir jetzt Andi rausvoten, damit wir nicht verscheißen. Und wenn das hätten wir auch letzte Runde nicht machen sollen, weil 50-50 votet man immer. Ich habe noch eine Frage an Basu rausvoten. Darf ich noch kurz was fragen, Basu? Du hast den Task mit dem Wasser auffüllen. Das ist Zeitschinden. Alle Andi jetzt voten, sonst verkacken wir. Weil wenn wir so. Nein, es sind wahrscheinlich Unge und Andi oder so. Okay, sie hat die andere Hälfte jetzt gemacht. Wir müssen zu schnell. Ich bin die ganze Zeit mit Basu gelaufen. Ich glaube, den Kill hat Basu gemacht. Ich bin mir relativ sicher, dass Basu die zweite. Ich vote Basu und dann kommt der Victory Screen. Und wenn ihr nicht wollt, dann könnt. Wenn das jetzt nicht so ist, dann der Selbstbewusstsein. Mantle und Basu haben Andi gewotet. Alle anderen haben Basu gewotet. Bin ich mal gespannt jetzt. Bin auch gespannt. Ja. Alter, easy. Easy Lobby. Ich krieg direkt erste Runde im Poster. Boah, das wird eine stacked Lobby heute. Huiuiui. Die sind alle. Wird schwer. Aber Crewmate macht Spaß. Also entweder Tod oder Fall lösen. Das ist der Plan. Gucken wir mal, wie sich die Leute hier verhalten. Jan Andi Unge Mantle. Jan Andi Unge Mantle. Matteo ist AFK. Ach man, Matthäus, nein, wir sind tot. Oder wenn du den AFK-Killer machst, dann spreche ich dir eine WhatsApp. Okay. hättest du den AFK-Killer-Move gemacht, ey, hätte ich dir ins Handy geschrien. Machst du da? Ja, drück. Okay. Ich mach auf für dich jetzt. Wir beide jetzt. Haben wir Wires? Ja, haben wir. Okay. Wow. Das ging aber schnell. Oh, zwei Leute? Was? Hä? Oh, ey, und ich hab wieder Jan. Leute, hört auf, hier den zu mobben. Oh mein Gott. Das ist wirklich gemein. Wo liegt die Leiche? Wo liegen beide? Download Electrical liegt Jan. Ich kann zwei Leute ausschließen. Ich auch. Dalu hat mich beobachtet, als ich Kabel gemacht habe. Und Dalu hat mich auch beobachtet. Und Mantle war gerade unten. Also die können beide. Müssen ja zwei Imposter gewesen sein. Und es können eigentlich nicht beide gewesen sein. Ja, okay, wir kamen. Oh, ich glaube, der Fall ist gelöst, oder? Bei 10 Leuten haben wir zwei Imposter. Nein, aber ich meine, es kann eigentlich einer gewesen sein, oder? Diesmal werde ich die Runde in dem Fall nicht droppen. Vlesk ist einer der ersten Toten. Für mich der hauptverdächtige Unge. Das wird sich jetzt erstmal nicht ändern. So, das cool. Zieht sich auch bis zum Ende jetzt erstmal durch. Ja? Aber wo soll er denn gemacht haben? Naja, am Anfang, Matteo, du warst AFK. Und ich hätte dir ins Handy geschrien, wenn du die AFK-Killer-Taktik versucht hättest, wenn ich dich protecten will. Da? Ja? wer waren denn die vier im Dropship am Anfang? Ich könnte euch noch mehr Infos geben, dann wird es vielleicht einfacher. Ich stand ein bisschen länger rum, weil ich muss noch was fixen. Hey. Ich weiß immer noch nicht, wo die Leiche liegt. Lass mal kurz Andi reden, bitte. Also, die liegt am Download. Und das Lustige ist, das welcher? Liegt ja bei der Electrical? Download oben bei Electrical. Okay. Fuck. Aber nur eine. Wer? Vlesk oder Jan? Jan. Und wo war Vlesk? Und Unge fragt ganz schön viele Sachen dafür, dass er auch gerade da war. Weil wir nämlich zusammen beim Licht waren. Ja. Dann kam Kutscher noch. Was? Richtig? Nein. Sicher aber waren nicht? Wir beim Licht nicht irgendwie? Shit, das war jemand Drittes. Wer war der Dritte? Dann war Jan der Dritte. Licht irgendwie nee, beim Licht war ich nicht alleine. Ich war beim Licht. Nein, da war noch jemand Drittes. Also beim Licht...
Ich bin bei Licht gewesen und da waren irgendwie Dalu, genau, Kutscher, Mäntel. Alle, ja, Mäntel. Nee, das war aber früher. Ich war nicht beim Licht. Dass Lesk auf jeden Fall gestorben ist beim ersten Licht. Ich stand an der Lifeline. Ich habe ihn zwar nicht umfallen sehen, aber er ist gestorben beim ersten Licht und Jan ist auf jeden Fall danach gestorben. Wo er war? Weißt du, wo er war? Nö, ich stand an der Lifeline. Das ist einfach nur die zeitliche Info so. Also hallo, kann es sein, dass Simon Jan weggemacht hat, als wir runtergelaufen sind? Könnte sein, aber ist das nicht riskant? Ich war halt, nachdem das Licht aus war. Aber Simon ist ein wilder Hund, dem traue ich es zu. Meine Güte, ich bin unten runtergegangen. Nur bei der Kamera eben zurück und dann lag der da. Mann. Dalu, das macht mich so wütend. Wer? Wer bringt um? Wer bringt um? Okay, Urin nicht. Erwartet. Nein. Okay, jemand hat ihn gefunden. Der ist schon sehr lange. Der ist schon sehr lange. Willst du irgendwas sagen? Hör doch auf! Willst du irgendwas sagen? Ich habe Angst, umgemacht zu werden, Leute. Willst du irgendwas sagen, Dalu? Bitte, könntest du der Gruppe irgendwas sagen? Ja, Andi war es wahrscheinlich nicht. Ey, du bist so ein Arschloch. Ich stelle die ganze Runde an Dalus Arsch! Und Digga. Okay, die Leiche liegt O2. Und Unge lief mir wirklich die ganze Zeit hinterher. Aber es sind zwei Leute tot. Aber das Licht war auch wieder aus. Ich weiß nicht. Also ja, Leiche liegt O2. Und Unge, Andi und E, also Andi war am Anfang, nee, Quatsch. Trimax war am Anfang Lifelines, Andi war auch am Anfang Lifelines. Trimax ist nach links weggeraufen, Communications, wo Unge und ich auch waren. Und dann bin ich hoch zum Licht gerannt, was niemand fixen wollte. Und ja, Leiche liegt O2. Ja. Keine Ahnung. Sagen. Aber wenn. Als Dalu, darf ich eine Sache kurz sagen? Als Dalu mich eben beschuldigt hat, nachdem ich Mäntel und Dalu ausgenommen habe für den ersten Kill, dachte ich erst, oh, ist es vielleicht ein kluger Dalu-Play, der mir nicht einfach. Jetzt willst du mich wieder beleidigen. Nein, der mir nicht einfach ein Alibi geben möchte, weil er möchte natürlich so wenig Crewmates wie möglich ein Alibi geben. Aber diese Kills kann auch Dalu nicht gemacht haben. Und deswegen ist Dalu. Andi, was hast du getan? Das ist jetzt relativ wichtig. Ich habe jetzt Unge gewählt. Wieso? Weil ich dem im ersten Kill schon, der war im ersten Kill schon um mich drumherum und dann war Jan tot. Ach man, der Vote ist viel zu früh. Wieso? Aber damit wir haben noch zwei Leute. Der Vote war hard end, der Vote war wirklich hard end. Du dumm, Dalu, erklär bitte den Leuten, dass ich keinen dieser Kills gemacht habe. Ja, ich glaube auch nicht, dass er diesen Kill gewann. Also hierfür würde ich mir wirklich einen anderen suchen. Aber das waren ja zwei Kills, ne? Ja. Das heißt, er könnte gar keinen gemacht haben. Könnte ich einen Kill davon gemacht haben, Dalu? Also vom nee, glaube ich nicht. So, komm, und ist auch so. Ja, und aber das Andi bringt uns nichts. Macht so keinen Sinn. Also ja, ich glaube, das ist Andi, weil ich habe zuletzt okay, Andi pass und auf, Trimax die gesehen. Crews und Trimax gibt, wir müssen es ja machen. Die Crews gibt, wir kommen nicht anders drum rum. Wenn jetzt warte, nämlich die Crews gibt, weil sonst verlieren wir. Sechs doch nicht. Doch, weil Andi hat doch dich schon gevotet. Wenn du Crew bist und Andi auch Crew ist, weil er so schnell gevotet hat, würden die beiden Imposter mit draufgehen. Und ja, dann verlieren Andi, wir. Ich hab Andi gevotet. Weil ich habe einfach zu lange nicht mehr gespielt, glaube ich. Ich verdächtige Caruso und Kutscher oder Baso. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Brandeck habe, aber wir müssen doch jemanden rausworten bei sich. Ja, wenn wir noch konnten wir aber nicht. Angebracht. Aber konnten wir nicht, weil ein Vote schon weg war. Aber können wir jetzt? Okay, weil niemand bei den Button stehen geblieben ist. Ich war die Einzige. Ich dachte so, ja, wir sind zu den Impulsen gegangen, falls Reaktor angeht. Okay. Ja, Mann, ne? Okay, pass auf, mein Gedankengang ist,
Unge spielt entweder halt richtig hart darauf, dass ich ihm das Alibi gebe. Er hat jetzt 2 Kills in der letzten Runde gehabt. Also nicht er, sondern es sind 2 passiert. Könnte also sein, dass er wirklich Crewmate ist oder Penetrant versucht, mich halt wirklich sozusagen umzustimmen. Du weißt ja, was ich meine. Ja, ja. Kann ja entweder so oder so sein. Wer weiß, ja. Im Licht mal kurz rausgesteppt, einen umgebracht, egal. Andy hat so schnell gevotet, dass ich nicht glaube, dass er Imposter ist. Er hat so schnell, weil vielleicht hätte jetzt noch was anderes ergeben und man hätte vielleicht dann doch eher wen anders gewotet. Aber würdest du nicht gerade schnell voten, wenn du Imposter bist? Ja, aber dann musst du die Leute noch überzeugen, mitzugehen. Die Leute werden aus Panik aus 6 Leuten voten. Die Sache ist, normalerweise würde ich jetzt denken, dass Dalu versucht, seinen Mate zu schützen, aber Dalu kann keinen dieser Kills gemacht haben. Bei Dalu bin ich mir 100% sicher, dass er safe ist. Eigentlich müsste Dalu auch bei mir sicher sein, aber Dalu ist immer so... Ja, also darf ich noch ganz kurz aus der letzten Runde sagen, also ich war jetzt gerade, bin ich bei Unge und Dalu geblieben, aber ich verstehe nicht, warum die Imposter nicht einfach Reactor gemacht haben und Double Kill. Ja, aber warum andererseits wären wir wahrscheinlich auch, na, weil Dalu und Unge, wenn ihr sagt, ihr habt keine Kills gemacht, dann kann ich bei euch bleiben. Ja, aber wenn Reactor gecallt wäre, wäre es doch besser, wenn er den anderen ausmacht. Irgendjemand ist zum Linken gelaufen. Ich bin zum Licht gelaufen. Ah, okay. Ich habe irgendjemanden nach links laufen sehen. Ich bin nach links gelaufen, weil ich wirklich anscheinend völlig verloren bin. Auf jeden Fall, aus der letzten Runde war ich mit Andy an Lifeline und an Dings, dem Admin-Table. Ich habe eine Person ins Specimen gesehen. Welche Person war ins Specimen? Das war ich. Ich sag okay, euch, war so anscheinend Crewmate und hat keinen Kill gemacht. Ja, weil dann bleiben aber nur du und Wir wissen doch gar nicht, wo die zweite Leiche ist, Caruso. Wir haben noch 10 Sekunden. Ich würde Caruso wählen, Leute. Caruso Baso, ich würde Caruso wählen als Frau. Ich bin's wirklich nicht, sonst wäre ich nicht bei Dalu und Kutsch. Ich sag euch gleich auch, warum Caruso getötet. Ich hab Caruso gewollt. Ich sag euch auch, warum. Ne, es macht keinen Sinn, Dalu. Doch, ich erzähl dir gleich, warum. Könnt ihr sagen, wer Andi gewollt hat? Weil ich hab Caruso gewotet. Könnt ihr sagen, wer Andi gewollt hat? Okay. Ja, er hat sich halt verraten. Ich glaube es zumindest. Oh, da liege ich falsch. Fake-Reaktor. Gott sei Dank. Ich hab's bis zum Ende wegen dem Vleskill nie ausgeschlossen, aber das bedeutet, dass Caruso richtig war. Und ich kann euch auch sagen, warum. Oh mein Gott. So verwirrt. Okay. Ich denke, Caruso hatten wir recht. Und Kutscher ist der Zweite, weil Kutscher ist gerade Koms reingelaufen und vor Koms liegt die Leiche. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Alter, ich bin so todesverwirrt. Ich auch. Baso, also, einer von euch war nicht. Okay, das, wo warst du gerade? Also hat rechts Reaktor gefixt? Ja, genau. Da bin ich links gelaufen. Zwischenzeitlich hat sie einmal vom Button runtergegangen. Jo, weil ich mich gewundert habe, dass links keiner fixt und ich gucken gehen wollte. Aber dann, du bist ja nicht weggelaufen. Kutscher, erzähl mal ganz kurz, wo du lang gelaufen bist. Weil als ich nach links gelaufen bin, bist du mir entgegengekommen. Warum? Genau, weil links... Nee, ich kam von... Du bist von links gekommen. Ich kam von links, bin dann nach rechts, hab gecheckt, ob da wer ist. Dann, nee, genau, weil ich hab 1 von 2 gesehen und dachte, links wäre schon einer, bin rechts hin, hab Baso da stehen sehen, dann wusste ich natürlich, links ist keiner. Bin dann nach links, dann ist aber Andi dahin. Und du bist ihm hinterhergegangen. Genau, ich stand in Sicherheitsabstand zu Andi. Und Andi lag dann tot vor Koms, da wo du gerade reingegangen bist. Ich hab dich nicht mal gesehen gerade. Bullshit. Okay. Wo bist du gerade, Kutscher? Ich bin in Koms, aber ich bin rein und dann kam der Report und ich habe gerade noch zu mir gesagt, ich glaube, Andi ist der Zweite. Und wo hast du reported, Unge? Also wo? Vor Koms. Also wenn irgendwas ist, muss Dalu ja hart gechoked haben, ja. Weil er ihn ja quasi geprooft hat für beide Kills letzte Runde. Ist auch Bullshit, ich war bei Dalu, während alle Kills gefallen sind. Und hab ich ja nicht wirklich. War halt auch Lights out. Ja, aber Dalu ich auch könnte gesagt. Auch Light steppen. Okay, Paso. Ja, also, habe ich gesagt. Ich bin weißt Wahnsinniger, du, ich bin Psychopath, aber glaubst du, ich renne Dalu hinterher, mach einen Step aus Light, ja, ich glaube jemand rennt weiter. Nee, also, das Ding ist, Linda hat rechts die ganze Zeit durchgezogen. Ich dachte erst, es wäre Linda gewesen. Das Ding ist auch klar, dass Linda nicht ist. Aus letzter Runde. Nee.
Das Problem ist, als ich vom rechten Reaktor gerade noch zum linken gelaufen bin, ist gerade noch Andy vom linken runtergelaufen. Genau, und Unge ist der Letzte, der mit ihm da hingelaufen ist. Nein, du stehst doch in Koms. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon vor Koms sein kann. Aber ich weiß nicht mal, wo die Leiche ist. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nur den Report aufgenommen gesehen. Oh mein Gott, das ist schwierig. Oh. Ja, letztendlich ist es... Muss Baso wissen, dass das du. Oh Mann, ihr habt euch das Ding ist, ich kann. Ja, natürlich haben wir uns gegenseitig gewotet. Weil wir wissen, dass. Also, ich weiß dass du es nicht bist. Ja. Oh mein Gott, Kutscher! Ja, Linda, das ist gut, das ist gut. Jawohl. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, Linda. Hey, warum denn? Wir haben gewonnen, beruhige dich. Klatschplay. Als ob ich dich anrufe, Linda. Ey, was war das denn für eine Runde, Simon? Ich hätte dir meinen Kindern vertraut. Oh, was schon wieder? Oh nee. Kutschavlesk als erstes. Kutschavlesk, Baso, Caruso. Baso geht wieder hoch. Kutschavlesk, Baso, Caruso. Baso geht wieder hoch. Leute, oh, was ist what? Denn? Da ist aus Versehen der Vlesk umgefallen. Oh, das kann nur Unge sein! Ich habe nichts zu tun, ich bin unschuldig. Warum habt ihr nicht schneller reported? Das Licht ist gerade erst angegangen, ich wusste nicht, wo die Leiche liegt. Ich hab den Button gesehen, dann geht Licht an, dann laufe ich runter und da liegt der Vlesk. Ja, also ich habe den Button gesehen, bin ein Step weitergegangen, dann ist die Range zu wenig gewesen, dann muss ich die Leiche erst suchen. Dann habe ich reported. Sam. Wo liegt sie? An der Note, würde ich sagen. Also an der, ja. Was für eine Note? Was ist Note? Maze. Warte mal. Dann. Warte mal. Ja. Trimax, du konntest die Leiche gar nicht sehen. Nee, aber ich hab den Report-Button gesehen. Ich lauf rum, such sie und auf einmal stehe ich in euch beiden drin. Aber warum hast du denn nicht warum hast du schon eine Leiche gesehen? Weil ich die Leiche auch finden wollte. Aber dann habe ich euch nur gefunden. Woher wusstest du denn, dass es eine Leiche gab? Ihr kam aus Sabotage raus, weil ich Report-Button hat aufgeblinkt. Wer kam aus Sabotage raus? Ich bin kurz auf jeden Fall Caruso. Aus Sabotage. Nee, Storage. Es freut uns schon. Oh, Chimex, du darfst uns nicht so schnell. Wir sind ein Team, Chimex, Ruhe. Was Chimex, ist jetzt? Verrat mich nicht sofort. Du hast dich ja jetzt gerade komplett verraten, Max. Warum denn? Nein, Max, Mann, auf. Lass mich nicht allein. Es war Dalukart. Er hat auch Self-Report gemacht. Okay, pass auf. Also erstmal, das Ding ist noch gar nicht so eindeutig. Also Caruso und ich kamen aus Storage raus. Wir sind beide auf dem Weg halt nach oben sozusagen gegangen. Deswegen waren wir aus Report-Range, mussten dann zurückgehen. Aber Trimax stand da schon. Also eigentlich hätte er vor uns reporten müssen. Ich habe die Leiche gesucht und habe nur Caruso gefunden. Aber warum hast du denn eine Leiche überhaupt gesehen? Guck mal, deine Tendenz zum Laufweg macht ja gar keinen Sinn, dass du überhaupt eine Leiche den Report-Button... Von wo kamst du denn? Ich kam von Dropshit, ich bin super spät los. Dann kannst du nie im Leben den Report-Button gehabt haben und nach oben gehen. Das weil stimmt. Dann ist deine Richtung nach unten. Ich bin nach unten gegangen. Nee, nein, als du uns durch den Lichtkegel gekommen bist, bist du nach oben gegangen. Und dann bist du erst wieder runtergegangen. Das also im Post irgendjemand lüst. Ich hab gar nichts. Nee. Also, Trimax ist hier so. Trimax ist hier zu. Alter, drei Leute. 100 Milliarden Prozent. Nee, Trimax, sag doch einfach, dass du es nicht bist. Sag doch einfach die Wahrheit. Ich kann es nicht fassen. Ja, ich kann es auch nicht fassen. Lass Trimax in Ruhe. Ja, okay, nein. Also, ich glaube, er hat sich einfach im Affekt versprochen, oder? Komm. Aber er ist nach oben gelaufen. Also, er kam nicht aus dem Dropship. Also, die Lüge hat er uns ja theoretisch aufgetischt. Hätte ich theoretisch auch mit draufgehen können. Aber ich will nicht bei 9 Leuten in einem Poster wohnen. Oh nein. Okay, ich war nicht gemutet. Alter. Irgendjemand hat nämlich so gelacht. Ich bin gemutet. Och, ich muss sagen, dass das irgendwann mal passiert. Nein, Simon. Nicht. Bitte. Okay. Das ist ein Moin Max. Wer ist das? Jan Caruso. Bevor ich sterbe, was ich natürlich nicht kann, weil ich Imposter bin, aber bevor ich sterbe, wollte ich euch noch eine Sache mitgeben, warum ihr Trimax aufhören sollt zu verdächtigen. Trimax ist gerade aus Versehen an den Kommentars vorbeigelaufen.
Er ist kein Imposter. Okay, damit das klar ist. Er hat zwar den Card-Swipe nicht gemacht, aber es liegt nicht daran, ja, dass er Imposter. Ich stelle mich doch nicht in fünf Leute rein, er kriegt doch immer nur ein Stack. Ich glaube, er war halt wieder in Sabotage, deswegen hat er es nicht mitbekommen. Ja. Nee, nee, also der ist wirklich, also ich bin der Meinung, Trimax ist kein Imposter. Auch die Kommentare, die hat er einfach nicht gesehen und ja. Wer hat in letzter Runde Trimax alles gewotet? Ich. Das war ich und noch wer? Okay, dann waren es Barso, Caruso und Unge. Hast du Trimax wirklich gewotet? Vielleicht. Aber sag ich nur, glaube ich. Ich denke, dass da Dalu der zweite ist, weil Dalu gerade. Ich ja, habe nicht gewonnen. Nein, also ich sag euch, ich sag euch. Ich glaube, Dalu hätte Trimax nach dem, was er gesehen hat, auf jeden Fall eigentlich mitvoten müssen. Also ich sag euch, warum ich nicht gewotet habe. Ich hätte hundertprozentig gewotet, immer wenn ich einen Kill sehe. Klar. Wenn die Situation ist, ist es mir bei neun Leuten A noch nicht wichtig genug und B, ich würde dem anderen Imposter damit die Runde nur unnötig schwer machen. Wenn es so ist. Also wenn ich es hundertprozentig sehe, klar. Viel zu fair, Dalu. Also, aber so will ich das nicht. Also ist nur mein. Okay, also, ich will das nicht. Ja, ich habe immer gesehen. Fühl ich, aber du hast auch gerade das Licht versucht, bei mir so zu outmoven. Also ich habe dich am Rand gesehen, aber. Also, welches Licht habe ich outmoved bei dir? Ja, ja. Ich habe eine Frage an Trimax, Leute. Ja, das sah aus. Ganz klar, ich hätte dich gekillt, Caruso, bevor du reported hast. Ich habe reported. Trimax. Ich weiß, dass du kein Imposter bist. Aber damit die anderen es auch wissen, sag einfach, welche Schlüssel hattest du. Oh, habe ich mir gemerkt. Oben ich hatte links. Ein grünes kleines Tierchen. Das grüne kleine Tierchen, okay. Alles klar. Dann. Ey, ich raff. Was ist denn da? Ich raff nix. Sind wir überhaupt noch in der Monate? Caruso, ganz kurz für dich, ja? Wenn ich gesehen hätte, dass ich zweiter Imposter bin, hätte ich ja mitbekommen, dass Trimax gekillt hat. Weiß ich nicht, Jan. Dann hätte ich kann mir auch vorstellen, dass du den Kill gemacht hast und Trimax einfach der Second Imposter ist. Denk doch einfach mal nach, was ihr für Schlüssel hattet in dieser Runde. Also ich glaube, es war so, Dalu hat den Kill begangen beim Reingehen, Trimax ist drüber gestolpert und dann wusste er nicht, dass er reporten soll und hat Dalu den Reporter, als er draußen war. Ich raff gar nichts. Ich hab kann auch sein, kann tatsächlich auch sein. Denkt einfach nur nach. Wieder drei, das gibt's nicht. Ja, es ist einfach Max. Wer votet denn jetzt nicht? Dieser sind drei andere, aber. Was soll das? Es ist Max, es muss für Max sein. Ich sag, es ist gibt auf gar keinen Fall. Nur eine Welt. Nee, auf gar keinen Fall. Mann, ich sehe jetzt immer bei dieser doofen Maske, dass da ein Arm aus meinem Öhrchen guckt. Guckt, was auch, wenn ich gleich losrenne, Chat. Achtet mal, oder vielleicht, wenn ich noch zum Rennen komme. Ich stehe hier an einer sehr gefährlichen Task. Großmeister Jan, du bist noch nicht gemutet. Kuss. Guck mal hier. Hui, der Naruto-Run. Das ist der Naruto-Run. Stellt euch jetzt die Naruto-Mucke vor. Wie du hier richtig schnell die Arme nach hinten. Moin. Die Task habe ich auch. Hab ich nicht. Das beide? Ich zeig auf Barso. Barso ist es, Leute. Hier der Finger zeigt drauf. Da. Böse Imposter. Und ich muss diese Info loswerden, wenn irgendwann 50-50 zwischen mir und Kutscher besteht. Ich habe Kutscher Wenden sehen in Laboratory. Sein Name ist im Lab durch die Wand gepostet. Ihr müsst mir nicht glauben. Ich verstehe, ich habe geprooft. Wann war denn aber das? Aber Mantle ist gerade gestorben. Und jetzt gerade. Vor 5 Sekunden. Ich bin gestorben. Nein, das geht nicht. So. Du kannst mich. Ich bin bei Electrical. Du bist aus Lab dann da drunter zu der Node zwischen das geht in 5 Sekunden nicht. Also, da müsste Usain Bolt auf Crack sein. Runtergewendet oder bist du links rübergelaufen? Ich hab dich da hundertprozentig wenden sehen, Kutscher. Also, dass du mir nicht glauben musst, ist ja obvious, weil du hast es ja gemacht. Aber alle anderen müssen mir auch nicht glauben. Da du so auf mich geschossen hast und ich weiß, dass es das nicht war und jetzt schießt du auf einmal auf Kutscher. Ich sag nur, ich hab Kutscher wenden sehen. Warum sollte ich mir das ausdenken bei 8? Ihr müsst mich ärgern, deswegen nicht rausworten. Warte, wo hast Mental du mich im Lab wenden sehen oder im Jan und Uwe Caruso zusammen? Ja, mich ja. Hast du mich im Lab oder im Office wenden sehen? Weil ich war nicht Lab einmal. Du warst Lab gerade bei den Wires. Wir haben uns im Office gesehen.
Ja, und dann bist du hochgewettet zu Lab, weil du gesehen hast, alle Leute sind in der Lab, genau wie ich. Und ich dachte, okay, vielleicht finde ich deinen Kill. Hä, also hast du ihn rauskommen oder reinhüpfen sehen? Ich habe seinen Namen durch die Wand gesehen. Er ist im Lab bei den Wires in der Dusche rausgekommen aus dem Vent, dann habe ich seinen Namen durch die Wand gesehen und er ist hoch und runter gehüpft. Und das außerdem sagt Kutscher jetzt gerade, dass er ein Electrical ist. Ja, außerdem hat Kutscher gesagt, dass er ein Electrical ist. Ja, aber Kutscher hat diese Runde keinen Kill gemacht, by the way. Ja, Mendel hat das Wett gesehen. Ich habe eine kurze Frage zum Verständnis. Ich war in Dekontamination Mist, bin ein Specimen gelaufen, habe eine Task gemacht, lauf wieder hoch. Am Anfang standen da Basu und Dalu in dieser Dusche drin. Und als ich eine Minute später wieder kam, waren sie da immer noch zu zweit. Ja. Ja, stört dich das? Es gibt Problem Leute, die scheißen auf die Umwelt und duschen halt länger. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Shampoo benutzt. Oder wegen, was ist das für eine? Ist das irgendeine Taktik? Nee, um ehrlich zu sein, hatte ich einfach Angst vor Danu, weil ich dachte, dass er mich da wegmacht. Ja, seitdem ich bei meiner Maske die ganze Zeit einen Arm sehe, der nach hinten zeigt, habe ich die ganze Zeit auf Basu gezeigt. Mann, ich ärgere mich so über Mäntel, weil Mäntel hat gerade auf dem Scanner gestanden und dann ist er tot, toll. So, ich vertraue ja einmal, komm, auf doof. Hast du Unge gewotet? Achso. Achso, ja, ich habe jetzt wieder Trimax gewotet, aber wir hätten natürlich auch Kutscher voten können. Hey, warum wolltest du Trimax, wenn du mich wenden hast sehen? Ganz weird, Caruso. Es ist für mich immer noch Max. Max. Jetzt ist es für mich Caruso. Ja, es sind ja beide, aber ist ja egal. Naruto Run. Nein. Ja, ich habe nur gewesen. Da waren die beiden Verdächtigen. Oh mein Gott, Max, ich hab dir so Unrecht getan. Ja, ich habe auch dir Unrecht getan, Max, weil du gerade genau aus Andys toter Leiche hergekommen bist. Liegt der Double-Kill, in Office? Nee, einer liegt vor Office links oben, da kam Trimax gerade her, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Trimax es ist. Ich glaube, dass Trimax unschuldig ist, oder Trimax? Wo liegt die Leiche? Welche, die ich gefunden habe? Ja. Komm, das sag, weißt du doch, du bist doch drüber gelaufen. Aber du hast sie extra nicht reportet, weil du wissen wolltest, wer der Mörder ist, deswegen bist du weitergelaufen, oder? Weil ich weiß ja, dass die Leiche schon länger da liegt. Als du da hergekommen bist, weil ich hab Lifeline gecheckt. Das ist gerade ganz weirder Stuff, den du redest. Sag mal wirklich, wo die Leiche liegt. Sag mal ehrlich, bist du extra drüber gelaufen, um den Mörder zu finden? Ich bin, ich habe keine Leiche gesehen. Jan und Dalu, seid ihr beide gerade in O2? Ja. Nee, sag mal wirklich, Jan wo die Leiche liegt. Jan und Dalu sind in O2, ja? Ja, ich hab gesagt, ja. Trimax. Okay, ich war gerade an Lifeline. Wir müssen jetzt nur einigen, wen wir zuerst voten. Erstmal Trimax oder erstmal? Also erstmal Trimax oder was? Ja, erstmal Trimax. Nee, nein, Jan, bitte nicht voten. Okay. Pass auf, Dalu, Jan, ich habe auf Admin-Table gesehen, ihr beide seid in O2. Ich habe den Double-Kill an Lifeline gesehen. Trimax kam mir von Admin vom Admin-Table nach oben entgegen. Ich bin mir bei Trimax nicht zu 100% sicher. Okay. Aber warst du am Admin-Table, Caruso? Weil jetzt am Ende? Hunger hat mich. Aber Caruso, nee, bevor wir jetzt gleich keine Zeit mehr haben, wen verdächtigst du denn? Sag mal, ich vote Kutscher hier für den Event. Es sind für mich entweder Kutscher oder Max. Guck mal, Caruso sagt letzte und ich bin gewendet. Also, Unge hat ja auch gerade den Vent gesehen, ne? Dann können wir ja. Nee, ich hab den Vent gesehen, nur Caruso. Na gut. Okay, also wir voten Unge, ne? Nein, Kutscher. Nee, Kutscher. Unge, wir müssen jetzt. Jan. Ich vote Unge, weil der mir ganz doll was anhängt, obwohl ich es nicht gewesen sein kann, was ich ganz komisch finde. Max. Ich sagte, die ganze Zeit ist unschuldig. Oh, nur Trimax hat Unge gewotet. Guardium. Trimax. Ich wollte dich gerade hier verteidigen. Schade, Trimax.
Wäre ich nicht drauf gekommen, also auf Kutsche natürlich nicht, auch wenn er hier am Ende rumgelungert ist und vom Ausschlussverfahren nicht mehr viel überblieb. Caruso hätte mich am Anfang töten müssen, wenn das sein Kollege war, der ihn gekillt hat, deswegen war Caruso für mich erstmal fein raus. Unge hat diesmal hier, seine Stimmlage war ein bisschen, also er ist nicht so aufgepusht gewesen und er wollte Trimax halt decken, Trimax war der Hauptsuspekt. So, kann natürlich auch gut runtergespielt sein, so dann hätte er aber nicht die Idee gebracht, Trimax zu warten, sondern er hätte gesagt, dass erstmal Kutscher nehmen. Von daher war das auch für mich safe. Jan konnte jetzt in der Runde keinen Kill gemacht haben, ansonsten hätte er natürlich mich gekillt. Von daher war das auch eh alles easy. Also da, das war kein Problem. Also das vom Ausschlussverfahren hätte man drauf kommen können, aber so ist ja auch ganz gut. Also die Leute haben sich mit dem Verlauf der Runde selber ausgeschlossen. Aber ich meine, das Hauptsuspekt wäre trotzdem erstmal Trimax gewesen. Weil Unge oder Kutscher wären beide noch möglich gewesen. Aber selbst Caruso wollte erst Kutscher wählen, von daher kein Problem an der Stelle. Was macht ihr da? Er war noch so jung. Ja, ihr habt mich erwischt. Ach komm. Du hättest warten müssen, bis das Licht ganz aus ist, Unge. Ich hab's halt noch gesehen. Ah, ja. Scheiße, Unge. Ey, warum? Ganz im Ernst, Unge, warum tötest du ihn aber auch? Aber das war, Mann, aber das war trotzdem so ein guter Move, dass du halt Max hast versucht, ja, zu sagen, ja, hey, du, ja, so dieses Fake-Alibi, lass ihn drin und jetzt willst du ihn mit. Sag mal, wer ist es? Max, oder? Ist doch jetzt, du wolltest ihn nur in Schutz nehmen, oder? Ja, ihr habt mich erwischt. Es war zu offensichtlich mit der Leitung. Unge, dass du auch die ganze Zeit dann am Ende so versucht hast, zwischen den Türen so hin und her zu laufen, so um einen von uns loszuwerden, dann, um dann doch einfach vor unseren Augen Jan zu töten. Das war zu obvious. Du bist auch eins einziger über der Tür von Kontamination geblieben. Ja. War schlecht gespielt einfach von mir, muss ich sagen. Ihr seid ja richtig Schweine. Ey, der erste Kill, Mann, Kutscher, ne? Ich hab ihn noch nicht mal gemacht und ich war ja, in der ersten Sekunde hypersass.